Wie mixt man den perfekten Pina Colada? In einem Pina Colada muss sein ein bisschen Rum. Das ist eine 2 Zentiliter Rum. Schau mal, kann ich schon Rum. Dann das ist ein bisschen Sahne obendrauf. Nimmst, wichtig ist ein Cream, also ein bisschen, du hast deine 2 Zentiliter Cream of Coconut oder ein Cocotaro, wenn du kein Cream of Coconut im Regal stehen hast. Dann spritzt es mit ein bisschen an Ananassaft dazu. Und wenn du willst, kannst du aus der Dose so eine Ananasscheibe nehmen. Die tust karamellisieren. Du hast deine in der Pfanne und lass es hart werden. Du hast deine ein bisschen Zucker mit einem fein geachtelten Zwiebel, schwitzt nah. Dann parallel nimmst du die Kartoffeln aus dem Wasser. Du hast ein bisschen Kümmel dazu. Klar stampfen. Wenn du magst, wer will, kann noch ein bisschen Muskatnuss drüber rein und dann servierst du es mit einem Schirmchen, einem Cocktailschirm.